Die Judith Halle hatte gefragt, wie man denn so eine Coca-Cola-Logo-Animation machen kann, wie das neue Coca-Cola-Logo. Und auch wenn ich Coca-Cola nicht schön finde, zeige ich euch, wie die Animation geht in Fusion. Hier in Fusion habe ich mir mal mein Logo reingezogen und ich starte zuallererst mit einer Shape 3D. Und diese Shape 3D ist am Anfang nur eine Plane, aber wir wollen das auf jeden Fall zu einem Zylinder machen. Ich hole mir also einen Zylinder und ziehe das mal hier noch ein bisschen weiter runter, damit das ein bisschen kleiner wird. Und dann hole ich mir mal noch eine Kamera 3D hier herein und eine Merge 3D. Und die Kamera und die Shape verbinde ich zusammen in die Merge, lasse mir die anzeigen. Und jetzt nehme ich mir die Kamera zur Hand, ziehe die zurück und ziehe hier in der Focal Length das mal nach unten, damit ich einen schönen weitwinkligen Look habe, damit der Parallax viel, viel deutlicher wird, wenn nachher das Logo hier zu sehen ist. Ich schiebe die Kamera richtig schön nah ran und dann mache ich Folgendes. Ich kann ja jetzt mein Media in die Shape 3D ziehen und du siehst, damit ist mein Logo bereits auf meinem Ring zu sehen. So, und jetzt möchte ich Folgendes machen. Ich möchte mir mit Shift Space eine Transform Node hier reinziehen und dann möchte ich mein Logo verkleinern, so bis ich den quasi einmal hier auf Hälfte sehe. Und unter Aspect kann ich dann noch anpassen, falls mein Logo irgendwie verzerrt ist. Und das Coole ist, jetzt kann ich mit dem Center in der Transform Node mein Logo wandern lassen, indem ich das ganz einfach in X verschiebe. Und wenn ich mir jetzt hier mal eine Render 3D Node reinziehe und mir das mal angucke, wie das hier drüben aussieht, dann sehe ich doch schon, wie mein Logo schön gebogen wird. Editor.io hier, ich möchte mal ganz kurz was zusammenfassen, damit ihr das auch richtig versteht. Die Distortion von eurem Logo könnt ihr darüber einstellen, wie groß die Focal Length und die Nähe der Kamera ist. Also angenommen, ich möchte es richtig extrem machen, gehe ich hier richtig nah ran und ziehe die Focal Length auf einen beinahe unmöglichen Wert. Dann wird euer Logo runtergelutscht, die Distortion wird mehr. Und wenn ihr das weniger haben wollt, könnt ihr einfach die Kamera weiter zurückfahren und die Focal Length erhöhen. Und dadurch wird es eben weniger rund gelutscht. Ganz wichtig für die Animation zu verstehen ist, ihr könnt entweder die Transform Node nutzen, indem ihr das einfach von links nach rechts verschiebt, oder ihr nutzt die Shape 3D, indem ihr die Shape 3D einfach um ihre Y-Achse animieren lasst. Jetzt ist ja allerdings vielleicht schon ein was aufgefallen, und zwar, dass mein Logo hier einen ziemlichen Knick im Bending hat. Und das liegt an den Subdivisions. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die Base Subdivisions hochziehen, 100, und die Height Subdivisions eventuell auch, also 25. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch Folgendes machen. Ich muss nur das, was hinten angezeigt wird, wegmachen. Und dazu gehe ich in die Shape 3D unter Visibility und sage Cool Backfaces. Und damit ist das, was hinten ist, weg und nur noch das da, was vorne ist. Und damit kommt mein Logo rein und wieder raus. Und das Ganze kann ich dann von meinem Render 3D in mein Media Out bringen und fertig. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.